Und wir erhoffen uns, dass Experten aus der ganzen Welt, vor allem aber natürlich aus Europa kommen, die wir hier mit den neuesten Entwicklungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs bekannt machen können, dass wir sie auch ein Stück weit fortbilden können, dass wir sie qualifizieren können. Das hat für uns den Vorteil, dass wir die Experten kennenlernen aus überall, vor allem aus Europa. Und umgekehrt können wir das, was hier bei uns auf der Wissenschaftsseite im KIT, im FZI, an der Hochschule entwickelt wird, aber auch das, was unsere Wirtschaft macht mit INIT und PTV, direkt an die Experten aus dem Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs weitergegeben werden kann. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Austauschebene werden, und Karlsruhe steht halt dann immer im Mittelpunkt, und das gefällt mir natürlich besonders. What we developed with Karlsruhe was developed for the first time in the life of UITP. So we want this training center to be a model for topics that are not covered in other city, because Karlsruhe has assets that we can build around these assets. For example, the autonomous vehicles test track in Karlsruhe. For example, the Karlsruhe tram train. So these are specificities that we would like to build around them the training program. So in 5 years, it will be like no more a pilot project. It will be like a well-established training program, and people are coming from all over the world to follow these programs.